Hallo ihr Lieben, wir möchten heute vor unserem Bienenwagen eine kleine Wildblumenwiese anlegen. Wir haben ja schon so eine Fläche vorbereitet und ein bisschen den Boden aufgelockert und glatt gehakt. Ich finde, sowas kann jeder zu Hause auch machen, der eine geeignete Fläche dafür hat. Also sonniger Standort ist wichtig, muss gar nicht groß sein die Fläche, 1-2 Quadratmeter würden ausreichen. Und es ist eine ganz einfache Sache, die ist nämlich sehr pflegeleicht, so eine Wildblumenwiese. Das heißt, sie muss nur einmal im Jahr gemäht werden und entwickelt sich von Jahr zu Jahr immer weiter und wird immer schöner. Die Wildblumen verbreiten sich und samen sich auch aus und man tut damit vor allem den Insekten etwas Gutes. Das heißt also im Sommer, wenn die Wiese blüht, tummeln sich da Wildbienen oder Hummeln und Schmetterlinge und alle möglichen anderen Insekten. Die haben es nämlich heutzutage nicht mehr so leicht, Nektar- und Futterpflanzen zu finden, weil durch die Industrialisierung der Landwirtschaft immer weniger solcher Ackerrandstreifen sozusagen vorhanden sind, wo solche Blumen blühen. Mischungen gibt es überall im Handel zu kaufen, im Baumarkt oder auch im Supermarkt kriegt ihr solche Tütchen. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass ihr einheimische Arten hauptsächlich mit drin habt, also zum Beispiel Klatschmohn oder Kornblumen, Lichtnelken, Glockenblumen, Margariten und was sonst so in der Natur wächst. Oft sind auch Sonnenblumen mit dabei, das ist auch kein Problem, da freuen die sich die Vögel später im Herbst auch drüber. Und wichtig ist, dass ihr dann das Saatgut mit Sand anmischt, dass man das schön lose streuen kann und die Blumen nachher nicht zu dicht wachsen. Viele von den Samen sind auch recht klein, deswegen ist es gut, das nachher mit Sand anzumischen. Diese hier zum Beispiel mit den Fransen sind die Kornblumensamen, dann die Mohnblumen, Mohnsamen kennt ihr alle, die kleinen schwarzen Pünktchen. Dann sind hier noch Ringelblumen mit dabei und das Ganze wird jetzt mit Sand angemischt. Und dann locker auf der Fläche verteilt. Das Ganze wird jetzt vorsichtig eingehakt und dann vorsichtig angegossen, sodass ihr die kleinen Saatkörner nicht wegschwemmt. Und wichtig ist, dass das jetzt in der nächsten Zeit feucht gehalten wird, sodass die Saatkörner keimen. Ja, von dieser Wildblumenwiese habt dann nicht nur ihr was von, der ihr euch über die Blüten freut, sondern auch natürlich ganz viele Insekten, wie ich schon gesagt habe, vor allem viele Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer, Hummeln und was noch so alles kreucht und fleucht.